Kleine Sorgenknöpfe. Edda schlief noch. Bei den Großeltern schlief sie irgendwie immer länger. Bestimmt, weil es auf dem Dorf irgendwie leiser war als in der Stadt, wo man oft die Straße hörte oder die Leute. Und trotzdem wurde sie von einem Klim, Klim wach. Sie blinzelte und machte nur leicht die Augen auf und versuchte, in ihrem Zimmer dieses Geräusch zu finden. Klim, Klim. Es hörte sich so an, als würde man mit einem Löffel auf was Metallischem klimpern. Aber nur so leicht. Edda drehte sich um und blinzelte immer noch im Liegen durch ihr Zimmer. Sie sah ihre Sachen auf der Erde liegen. Und stimmt ja, da lag die Dose von Martha. An die hatte sie gar nicht mehr gedacht. Beim näheren Hinschauen sah es so aus, als würde das Geräusch aus dieser Dose kommen. Edda war jetzt wach und setzte sich in ihr Bett und schaute ununterbrochen zu dieser Dose. Tatsächlich, Klim, Klim, kam aus dieser Dose. Edda ging langsam hin und hob sie ganz vorsichtig auf. Aber das Geräusch war weg. Sie war so neugierig, was da wohl drin war, und versuchte ganz vorsichtig, sie zu öffnen. Sie drehte und drehte und mit einem Mal ging sie auf und langsam nahm sie den Deckel hoch. Und zack, flog ein kleiner Knopfgeist raus und hustete. Edda erschrak sich und ließ sofort die Dose fallen. Sie schaute direkt zu diesem kleinen hustenden Knopfgeist, der genau vor ihren Augen flog. Keuchend sagte er, Danke, Edda. Endlich bist du wach. Edda schaute mit großen Augen und sagte, Ja, bin ich? Danke, Edda, dass du Martha den Befreier gegeben hast. Sie hat dir Sorgenknöpfe geschenkt. Edda schaute ganz verdutzt und sagte, Sorgenknöpfe? Ja, sagte der kleine grüne Knopf. Sorgenknöpfe, kennst du ihn nicht? Edda schüttelte mit dem Kopf und sagte, Nein, habe ich noch nie gehört. Und schaute nun auf die Erde, wo die ausgekippte Dose lag. Tatsächlich lagen auf der Erde 3 verschieden große Knöpfe. Mit kleinen Augen, so ganz niedlich, wie kleine Püppchen. Ein großer, ein mittlerer und ein kleiner in verschiedenen Farben. Edda sagte mit einem Mal, Meinst du die da? Der kleine Knopfgeist nickte und sagte, Wenn du mal Sorgen hast, dann erzählst du ihnen deine Sorgen. Jedem Knopf aber nur eine Sorge. Und dann legst du diesen Knopf wieder in den Beutel zurück. Und den legst du unter dein Kissen. Und du wirst sehen, am nächsten Tag sind keine Sorgen mehr da. Sie werden sich auflösen. Edda schaute nun ganz skeptisch und sagte, Oh, das ist ja praktisch. Und wie niedlich die sind. Der kleine Knopfgeist flog nun um Edda herum und sagte im Wegfliegen, Danke nochmal, Edda. Und denk dran, wenn du sie nicht brauchst, lege sie in das Säckchen und bewahre sie an einem Ort auf, wo viel Licht ist und der Mond sogar scheint. Und zack war er weg. Edda rief noch hinterher, Also am Fenster oder wie? Aber er hörte es nicht mehr. Sofort setzte sich Edda auf die Erde, um die kleinen Knöpfe einzusammeln und vorsichtig in den Beutel zu stecken. Jeden einzelnen begutachtete sie. Ganz liebevoll legte sie den Beutel ans Fenster und stellte die Dose daneben. Edda wollte gerade ins Bad gehen, da klingelte es. Direkt riss sie die Tür auf. Timmy, sagte sie, ist es schon so spät? Timmy grinste und sagte, Edda, ich warte schon seit einer halben Stunde vor deiner Tür. Edda machte große Augen und sagte, Ach, na dann beeile ich mich doch glatt und rannte los. Gleich als Edda rauskam, ging schon die große Fragestunde los, weil gestern konnte noch irgendwie keiner darüber reden, was bei Martha, der älteren Dame, passiert war. Als sie mit einem Mal, nachdem die Dame diese Glasmurmel auf die Erde geworfen hatte, sich die Knöpfe von ihren Kostümen lösten und um sie rumflogen. Naja, Edda ist das ja schon mal passiert. Aber Timmy war immer noch scheinbar sehr verwundert und sprudelte direkt drauf los. Edda, sagte er, also, Rita hat uns die gleichen Kostüme genäht, richtig? Edda stutzte und sagte, Nee, die passen ihren Kindern nicht mehr, sagt sie immer. Tim hielt an und stand ganz verblüfft da und sagte, Äh,
Nein, Tante Rita hat gar keine Kinder. Nun staunte Edda und verzog ihr Gesicht. Das sagt sie aber immer zu mir, dass das Kostüm von ihren Kindern ist und ihnen nicht mehr passt. Und dann schenkt sie es mir. Timmy schüttelte mit dem Kopf und sagte, nein, sie hat gar keine Kinder. Und woher hast du diese Murmel, die Martha auf die Erde geworfen hat? Edda sagte, na, von Tante Rita. Die kullerte aus dem Beutel, als ich das Kostüm ausgepackt habe. Timmy staunte und sagte, also stecken die alle unter einer Decke und wissen, dass es Knopfgeister gibt. Aber was machen denn diese fliegenden Knöpfe und wo fliegen sie hin? Edda sagte ganz verblüfft, ich dachte, du weißt das. Die fliegen zu den Kindern und verwandeln sich dann in eine Figur, wie zum Beispiel mein Pony Hu oder dein Bogi. Timmy schien langsam alles zu verstehen und beide fuhren langsam weiter zu Rentsch, bis er auf einmal sagte, Edda, ich verstehe es immer noch nicht. Edda grinste und fuhr wie immer ungebremst in den Fahrradständer. Timmy schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, davon geht dein Reifen kaputt, ne? Gerade als sie am Stall ankam, stand schon Lisa ganz aufgeregt da und wedelte mit den Armen rum, dass die beiden mal kommen sollten. Beide liefen schnellen Schrittes zu Lisa und sie redete gleich drauf los. Schaut mal, ist das nicht Laura aus eurer Schule? Beide schauten Lisas Finger hinterher. Und tatsächlich, es war Laura, die gerade mit ihrer Mama bei Ecki stand und Bochi streichelten. Edda sagte mit einem Mal, soll Bochi verkauft werden? Lisa schaute nun ganz ernst und sagte, Ecki verkauft keine Pferde und schon gar nicht an welche, die Turnier reiten wollen. Nee, Edda, du hast wohl zu viel Bibi und Tina geschaut, was? Und lachte. Ja, nun konnte Edda auch wieder lachen. Sie hatte wirklich zu viel Bibi und Tina geschaut. Wo entweder ein Pferd verkauft wird oder der Hof pleite ist und dieses durch ein Turnier nur gerettet werden kann. Timmy lachte und sagte, klar schaut Edda Bibi und Tina. Edda grinste und sagte, ja, aber ich bin echt neugierig, was die wollen. Ecki rief mit einem Mal zu den dreien, beeilt euch, es gibt gleich Frühstück. Alle drei fühlten sich irgendwie erwischt und drehten sich um und gingen in den Stall, um den anderen zu helfen. Die drei rätselten die ganze Zeit, was wohl Laura hier will. Endlich waren sie fertig und gingen geschlossen zum Frühstück in den Saloon, wo tatsächlich schon Laura am Tisch saß und mit Ecki sprach. Nun war die Neugierde noch größer. Als alle da waren, sagte Ecki mit einem Mal, so, das ist die Laura und die wird in den Ferien euch beim Stall helfen und am Unterricht teilnehmen. Edda schaute Timmy an und der verdrehte gleich die Augen und schaute runter. Edda warf Laura ein nicht ernst gemeintes Lächeln zu. Und irgendwie war sie nicht glücklich darüber, dass sie nun auch auf der Ranch war. Edda ist ja in der Woche im Ponystall, wo Laura ein eigenes Pferd hat. Und dann auch noch in der Schule, fand Edda richtig doof, dass sie nun auch noch hier war, da Laura ja nicht so nett zu den anderen ist. Obwohl Laura sich sehr nett benahm. Es lag wohl aber eher daran, dass sie hier niemanden kannte und ihre Freundinnen nicht hier waren, die sie immer so anhimmelten. Um 10 auf dem Pferd, sagte Ecki mit einem Mal und teilte die Pferde ein und sagte, die Edda nimmt heute mal den Butch und die Laura den Bogi. Lisa schaute gleich zu Edda und Edda zu Lisa. Ohne dass die beiden was sagten, wussten beide, was sie sich jetzt gerne laut sagen würden. Ecki stand auf und ging und sagte, der Konsti hilft der Laura, das Pferd fertig zu machen. Konsti nickte und schaute zu Edda. Die war wie erstarrt, da saß und am liebsten angefangen hätte zu weinen. Auf dem Reitplatz ritten schon alle ihre Pferde warm. Edda musste heute Butch nehmen. Es war ein echtes Westernpferd. Er hatte so eine Cremefarbe wie Gold. Also, er war ein Palomino. Er hatte eine ganz coole Drachenmähne. Aber er war ein mürrischer Typ. Er wollte nicht angefasst werden und lief weg, wenn man kam. Er war ein Grumpy Horse, also ein Grummelpferd. Aber dieser Butch war ein sehr gut ausgebildetes Westernpferd.
Edda war schon ganz komisch, als sie mit Butch auf den Reitplatz ging. Sie saß ja noch nie auf so einem Pferd. Boji war ja noch ein Jungpferd und konnte ja noch nicht viel. Edda schaute ganz traurig zu Boji rüber. Der aber genau das tat, was er immer tat. Blödsinn. Man konnte echt gut beobachten, wie Laura überfordert an Boji rumzog. Aber der schien es lustig zu finden und tat so, als wäre sie nicht da. Als sich Edda auf Butch setzte, merkte sie mit einem Mal, dass auf einmal alles ganz anders ist als sonst. Es fühlte sich so anders an. Er diskutierte nicht mit Edda und wartete scheinbar auf eine Anweisung. Und er machte auch keinen Blödsinn, im Gegenteil. So etwas hatte Edda ja noch nie erlebt. Selbst auf dem Ponyhof nicht, wo sie entweder Flitzi oder Carlo reitet. Auf einmal fühlte sich Edda ganz, ganz sicher. Man hätte denken können, Butch passt auf sie auf. Im Unterricht war ein richtiges Durcheinander. Boji lief völlig unkontrolliert hin und her und fing an zu fressen, wenn er einen Grashalm sah. Irgendwie war das schon sehr lustig. Und alle lachten, nur Laura, die fand das nicht lustig. Edda hingegen fühlte sich heute wie eine Prinzessin und war so überrascht, dass egal, was sie von Butch wollte, es einfach funktioniert. Natürlich musste sie es aber auch richtig machen, da Butch nur die richtigen Anweisungen befolgte. Somit konnte Edda aber auch mal lernen, was nun richtig oder falsch war. Laura schaute ganz neidisch zu Edda und man hätte denken können, dass der Butch das extra macht, weil er Laura auch nicht leiden kann. Ecki sagte mit einem Mal zu Laura, siehst du, Laura, genau jetzt merkst du mal, der Boji erzählt dir gerade, was du kannst und was du nicht kannst. Laura nickte, aber Ecki schaute sie freundlich an und sagte, Pferde brauchen viele Wiederholungen beim Lernen und Geduld. Aber du bist ja hier, um das zu lernen. Das war heute ein komischer Tag am Stall. Heute musste Edda schon früher los, weil Onkel Paul zu Besuch war und schon wartete. Sie hatte also nicht mal Zeit, sich mit den anderen nach dem Unterricht zu unterhalten. Als sie die Straße langfuhr, sah sie Martha, die gerade ein paar Blätter aufhob. Edda rief schon von Weitem, Hallo, Tante Martha! Die drehte sich sofort um und sagte, Hallo, Edda! Schau mal, wenn du diese Blätter trocknest, und als Tee aufgießt, helfen sie gegen Husten. Edda zog die Augenbrauen hoch und sagte, okay, das wusste ich noch nicht. Und plapperte gleich drauf los. Tante Martha, danke für die Sorgenknöpfe. Die lächelte und sagte, Deine Edda, nimm keine Sorgen mit ins Bett. Erzähl ihnen alles, aber nur jedem Knopf. Eine Sorge. Dann lief sie einfach weiter. Edda schaute ihr noch hinterher und sagte leise vor sich hin, jedem Knopf nur eine Sorge. Und fuhr dann nach Hause, wo schon Onkel Paul wartete. Abends im Bettchen war ihr Ponyhuhn noch nicht da. Sie schaute vom Bett aus zum Fenster und stand mit einem Mal auf und holte sich die Sorgenknöpfe. Und nahm einen aus dem Säckchen raus und wollte gerade was zu einem Knopf sagen, als die Tür ins Schloss fiel. Na, hast du dich erschrocken? Ponyhu, rief Edda. Wo warst du denn? Das Ponyhu hüpfte mit einem Satz ins Bett und legte sich neben Edda und sagte, Du hast wohl Sorgen, hä? Edda nickte und erzählte alles mit dem Knopf in der Hand ihrem Pony. Das hörte ganz aufmerksam zu und sagte, Edda, schau mal, eigentlich war es doch voll toll für dich. Du durftest ein ganz tolles Pferd wie Butch reiten, der so ziemlich alles kann. Und er war so toll zu dir. Edda nickte und sagte, das war echt Tobu. Siehst du? Und Laura wurde mal gezeigt, dass sie gar nicht so viel kann, wie sie immer dachte. Da ist er auf Boji Verlass. Da musst du nicht traurig sein, wenn ihn mal jemand anderes reitet.
Aber was wolltest du dir denn jetzt von dem Sorgenknopf wünschen? Was für eine Sorge wolltest du denn loswerden? Edda überlegte und steckte den Knopf wieder ins Säckchen und sagte, ach nichts. Das Ponyhu schmunzelte und sagte, wenn man ihm seine Sorgen erzählt hat, steckt man den Knopf wieder ins Säckchen und legt es unter sein Kopfkissen. Und morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Schlaf schön, kleine Edda.